Motortrimme, Kettenschaltung, das E-Inception EM-Rod, mit einer XCR-Schaltung hier dabei. Ja, die Hydraulikbremse ist, glaube ich, nochmal Standard hier. Das ist ein typisches Mountainbike. Wir haben hier einen Trickwäschehalter, ob der seelenmäßig drin ist, gute Frage. Sattel. Scheibenbremse habe ich schon erzählt. Einstellbarer Dämpfer hier. Die Meinung Motor habe ich schon gesagt. So, das sind hier relativ bekannte Modelle aus dem letzten Jahr. Da hat sich nicht wirklich viel getan. Eins habe ich euch jetzt mal gezeigt, aber bei den anderen hat sich jetzt bei Siemens auch nichts wirklich getan. Es gibt da trotzdem eine Neuheit, also ein neues Modell. Das werde ich euch gleich zeigen. Könnt ihr hier nochmal durchgehen. Aber wie gesagt, hier bei dem Modell hat sich jetzt nichts verändert.